Wir haben noch des Weiteren, und das ist natürlich auch geschuldet der aktuellen Situation, in der wir sind, einmal über die Stärkung der Wehrindustrie gesprochen. Hier gilt es eine Aufforderung in Richtung Bundesregierung, die 100 Milliarden Euro Sondervermögen auch in die Umsetzung zu bringen, auch an die deutsche Wehrindustrie Aufträge zu vergeben und dort, wo es nicht möglich ist, dann zumindest die Anschlussverträge, sei es Wartung und Ähnliches, zudem aber auch über die Ausfuhrmöglichkeiten. Es ist so, dass heute, wenn ein U-Boot fertiggestellt worden ist, dann braucht das Unternehmen nach wie vor 18 Monate, um eine Genehmigung zu bekommen, dieses auszuliefern, selbst an ein NATO-Partnerland. Da ist es natürlich so, dass die Unternehmen darunter leiden, imagemäßig, wenn es alles so lange dauert. Und die Vergabe muss deutlich verbessert werden. Wir befinden uns in Krisenzeiten. Ich hatte selber ein Gespräch mit der Firma Rheinmetall, die mir mitteilte, vor wenigen Jahren noch hatten wir 3000 Panzer, heute haben wir 300. Wir müssen eine Kontinuität und eine Verlässlichkeit in die Auftragsvergabe hinbekommen, damit wir Kapazitäten im Land haben. Wir brauchen die Sicherheits- und Wehrindustrie aus mehrerlei Gründen. Auf der einen Seite ist das eine Innovationsindustrie mit sehr guten und wichtigen Arbeitsplätzen und zweitens sichert das tatsächlich uns in der jetzigen Situation. Und es muss auch ein klares Signal an die Kameradinnen und Kameraden der Bundeswehr sein, dass wenn sie für uns in Einsatz kommen, dass sie dann auch bestmöglich ausgestattet sind.